Kuckuck und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 mit der Nostalgic Edition. So, ich hoffe, es klappt jetzt alles mit Sound, weil ich habe einen anderen Monitor jetzt als Zweitmonitor. Ja, na denn. Das ist so hoch, weil der ist größer. Der ist jetzt genau dieselbe Größe wie hier. Beides 27. Toller. So, ist ja egal jetzt. Ja, was machen wir jetzt? Ich habe gesagt, wir wollen uns hier nochmal durch den Schläfertempel zurückkämpfen. Wir haben zwar jetzt den Teleporter hinten, wo wir an den Anfang des Schläfertempels zurückkommen. Aber hier oben, hier hinten sind ja noch ein paar Dämonen, die nach Tötung schreien. So, und da ich nicht wusste, was mich hier im Schläfertempel jetzt noch erwartet, habe ich die erstmal so links liegen lassen. Aber die wollte ich mir natürlich noch holen. Schaffen wir eine neue Stufe hier in der. Wenn wir die holen, können wir mit einer neuen Stufe hier rausmarschieren. Und können Thora draußen dann eventuell ihren Stab geben. Wäre natürlich ultra klasse. Wäre super, wäre geil. So, ja, wie ich es mir erwartet habe, ohne Akrobatik können wir diesen Sprung natürlich hier komplett vergessen. Scheiß Uhr hier. Ja. Im Normalfall, wenn man jetzt am Ende von Gothic 1 ist, hat man an der Stelle eigentlich, die meisten Spieler haben dann tatsächlich Akrobatik, ja. Aber ich jetzt eben nicht. Aber konnte ich mir das nicht irgendwo beibringen lassen? Buster, brachte mir der Buster das nicht bei? Wir haben ja, wie viele Lernpunkte haben wir eigentlich? 172 Lernpunkte haben wir hier gewonnen inzwischen. Ja, die werden wir dann natürlich in Stärke investieren. Ist bloß blöd, wenn wir jetzt die Dämonen klatschen, bevor wir diese Stärke hier investiert haben. Ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, aber naja, gut, okay. Von mir aus. Der ist so komisch jetzt, der zweite Monitor, den. Der ist ja höher auch dadurch durch die Größe. Ich war das immer gewohnt, einen kleineren Bildschirm zu haben. Ich meine, die anderen oder anderen, die mir länger zusehen, die wissen ja oder haben, dass ich noch mein altes System habe und das Ding hängt die ganze Zeit dort dran ungenutzt. Ich meine, warum soll ich es nicht nutzen? Und ich habe auch gelesen, das werde ich sehen, ob das wirklich so stimmt. Zwei gleich große Monitore sollen auch besser für die Augen sein. Anstatt zwei verschieden große. Kann sich bei jedem anderen Menschen anders auswirken. So, aber nur als kleiner Tipp, nach dem, was ich so ein bisschen nachgeforscht habe. Und so gucken, ob ich den auch auf die gleiche Dings hier hingestellt habe jetzt. Herzzahl und sowas. Das ist so Technik, das ist immer so eine Sache. Es kann so und so. Kann sich so und so auswirken. Das hat. Ja. Aber das ist natürlich auch für den Stream dann besser, wenn mein Chatfenster ein bisschen größer dann ist und nicht immer so klein im Gegensatz zum Hauptmonitor. Weil das andere war ja jetzt ja 27 Zoll mein Hauptmonitor und der andere, der ist ja. War ja immer 22 Zoll. Dann mal gucken, wie sich das jetzt machen wird. Ein sonderbarer Stein. Da fehlt uns was dafür. So, wir wollen uns aber jetzt Dämonen holen hier. Dämonen klatschen. Wir wollen die Dämonen hier. Ne, hier ist die Treppe. Ne, warte mal. Wir sind hier hochgekommen. Ich gehe traditionell immer links hoch die Treppe. Ich weiß auch nicht warum. Mal Schwert ziehen. Ist hier die Treppe? Ja. Vielleicht schaffen wir das diese Folge ja sogar schon raus aus dem Schläfertempel. Ja, ich glaube, ich weiß, warum ich hier. Nee, kommen wir da unten überhaupt lang? Das sieht nicht so aus. Da habe ich ja diesmal wahrscheinlich sogar die richtige Treppe gewählt. Ha. 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 Jo. Aber eine Sache ist auch, ihr seht ja hier, wie ich gerade die Zombies gemacht habe. Hier mit dem Schlag hier. Mit dem und dem und dem. Naja, dem nicht. Dem hier und dem hier.
Oh, das ist blöd, blöd, wenn sich der Laufschlag dann immer einmogelt. Aber das sind so Sachen, die habe ich wirklich zuletzt durch Othello auch wirklich mitgelernt. Das muss ich auch sagen. Also ich zuletzt Othello. Weil das ist der eine oder andere, der mir zugesehen hat länger, der ist der Meinung, dass ich mir manche Taktiken, die ich früher nicht so beherrscht habe, durch Returning hier angeeignet habe. Das ist aber totaler Schwachsinn. Weil Returning, das ist ja, hat ja nichts mit dem Gothic 1, 2 Kampf, 1 zu 2 Kampfsystem hier zu tun. Das ist ja irgendwelcher anderer Scheiß. Aber Othello zum Beispiel, ich glaube Othello macht so relativ auch das Monsterverhalten. Weil los ging das tatsächlich mit dem mit den Golems. Also fliegende Mistviecher sind echt lästig. Du kriegst durch diese Tür dieses Festbacken. Hier, pass auf. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Es geht mir gerade zu sehr auf die Eier. Ich würde jetzt folgendermaßen machen. Diese fliegende Mistviecher. Da wäre es natürlich besser, wenn ich auch den Schaden austeile, der angemessen ist. Deswegen machen wir jetzt folgendes. Wir flutzen jetzt an den vorbei. Sind hier jetzt wieder die Dinger da, die da sind, wenn man hier in Gothic 1 jetzt Urid-Stil, also wer jetzt Gothic 1 so in der Form nicht unbedingt kennt, oder nur Gothic 2, keine Ahnung, in Gothic 1 ist es ja so, wenn man da runter rennt und zu dem stinkenden Morderteppich da unten, der Held halt nicht weiterkommt, da sagt der Held dann halt so, ich brauche eine stärkere Waffe. In dem Moment werden ja hier neue Monster gespawnt, hier Orks und so weiter. Diese untoten Orks, die stehen ja bis zum Eingang dann hier da. Und ich hatte gerade so die Überlegung, ob das jetzt hier auch so sein könnte. So, wir machen heute folgendes. Wir gehen jetzt raus hier. Ja, uns fehlt natürlich der Stufenanstieg jetzt, den ich mir für Tora gewünscht habe. Wir gehen in die Burg, teleportieren uns dorthin. Bauen unsere Stärke auf, soweit wie wir können. Machen vielleicht die Klaue Belia hier noch ein bisschen besser. Ich will die Klaue Belia auch weiterhin nutzen. Scheiß auf alles andere. Einfach nur wegen dem Effekt. Einfach nur wegen dem Show-Effekt. Nicht mehr und nicht weniger. Mag ein anderes Schwert stärker jetzt sein, als ich es jetzt habe. Im normalen Spiel jetzt, ich sage mal, ohne meine Begleiter hier, würde ich vielleicht auch das stärkere Schwert anwählen als die Klaue. Aber ich finde das natürlich super, wenn meine Bande hier dabei ist und ich als absoluter Oberboss dieser Bande hier mit meiner fetten schwarzen Rüstung und dem dazugehörigen Schwert natürlich hier unterwegs bin. Und diese Fackeln, die gehen mir schon wieder auf die Nüsse hier. Oh, schmeißt. Alter, wirst du die Fackel wegschmeißen? Das gibt's ja wohl nicht. Oh, scheiß auf die Fackeln, ein grobes Kriegsbeil. Ja. Jo. Ich gehe jetzt auch stark davon aus, das hatten wir ja ausprobiert. Meine Bande sollte eigentlich direkt zu mir hinspawnen. Oh, ich würde aber erstmal so weit laufen, dass meine Bande zu mir hinspawnt und dann den Teleport machen. Ins Dings. So, wir teleportieren. Das ist jetzt folgender Plan. Mal sehen, ob wir das alles in der Folge hinkriegen. Burg? Stärke lernen? Wer bringt und macht uns in der Burg eigentlich Stärke bei? Ich weiß nicht. Haben wir das hier vielleicht irgendwo dastehen? Rüstungsverarbeitung, was ist das denn? Wenn ich eine Guru-Robe am Amboss mit. Als will ich mit einer Guru-Robe, sage mal. Ganz ehrlich. Was will ich mit dem Scheiß? Lehrer in der Burg. Kann ich da lernen, stärker zu werden? Brutus! Och nö. Das Problem ist Brutus. Da hängt ja das Ding mit der Suchenden da dran bei dem Brutus, glaube ich schon. Ich glaube, das wird nicht viel mit Stärke lernen bei dem, hä? Pass auf, dann machen wir folgendes. Wir gehen jetzt in die Burg nach wie vor. Versuchen Stärke zu lernen. Sollten wir das nicht schaffen, dort die Stärke zu lernen, die wir haben wollen, kommen wir später, kommen wir hier in den Schläfertempel nochmal rein, wenn wir in das Minental zurückkommen. Ja, da sind sie ja alle. Da seid ihr, ja, ich habe euch schon vermisst. Vor allem dich hier, Thora, du geile nackte Schlampe. Das war laut gedacht. So, Schwein.
Ich hab die nicht dazu degradiert, das war Piranha Bytes selber. Hier. Die ziehen sich schon so an und wo endet sie letztendlich im fertigen Gothic 2? In der Bumsszene. Das ist mal frauenfreundlich, würde ich sagen. So, 5:30 Uhr ist es. Brutus, wir gehen erstmal zu Brutus. Lord Hagen, das hier, Garon, das machen wir zuletzt. Mein Plan ist jetzt erstmal Schläfertempel. So, du hast ein Problem. Wir werden dich kriegen. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ich will stärker werden. Ich will stärker. Einige wissen gar nicht, wie sie 15. sich versündigen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. 62, wir können dreimal 104 Stärke. Eins, ballern alles rein jetzt, komm her. So, 4 Lernpunkte übrig. So, 119 Stärke, das ist jetzt das Doppelte von dem, was wir vorher hatten. So. Das wäre natürlich schlecht, wenn sich meine Bande hier meiner Stärke anpasst. Wir machen das ja mal mit unserer geliebten Dora hier. So, Dora, wo bist du? Du bist nicht Dora. Hört auf, welche Vorträge du drängeln. Ist das wirklich wahr? So, das wäre jetzt, nee, die passen sich nicht meiner Stufe an. Wenn er das nicht sieht, kann ich. Ist aber schon besser, dass wir hier. Ich habe so einiges gehört. Gut. Dann würde ich sagen. Das ist doch so, alles nur Plan 1 der Sache ist natürlich geschafft. Unsere Stärke haben wir gelernt. Nicht, genau. So, Plan. Punkt 2 auf der Planliste. So, Hafenstadt. Wir wollen jetzt zum. Zum Xardas, Sonnenkreis. Hafenstadt, Tempelportal, Minental, Pass. Alter Dämonenturm. Na, hopp, los geht's. Jo. Es wird bloß, dass wir hier oben spawnen. Ich glaube, im normalen Gothic 2, das Portal teleportiert man sich, glaube ich, unten hin, oder? Soll ich mich jetzt täuschen? Hier fällt aber jetzt niemand runter, oder? Irgendjemand ist gerade geheilt worden von Jani. Ich wette, es war Kralle. So. Ja, bumm. Genau, der fällt nämlich hier runter. So, erstmal müssen wir uns alle sammeln, sicher sein, dass alle da und gesund sind. So. Wir laufen einfach weiter. So, nächster Punkt auf der Tagesordnung. Glaubilia aufbessern. Nächster Punkt, nochmal in den Schläfertempel unten rein und die Dämonen holen. So, das macht die Zielung bei den Dämonen jetzt nicht unbedingt alles allzu viel besser. So, matt. So. Wie habt ihr euch alle, habt ihr euch wenigstens alle vor anstandsgemäß die Rotten gebrochen? Naja, Matt ist ein bisschen angeschlagen. Na los, Kinder, kommt mit. So. Ich glaube, Belia, das war hier unten, ist ein Belia-Schrein. Da verliert zwar lieber der Lebensenergie, aber scheiß drauf. Ich habe eine Bande. Oh. Und schwimmen, dann nehmen wir das Ding mit dazu. Oh, wir sind bei 13, 29, 13. Das schaffen wir, oder? Das schaffen wir in der Folge. Belia-Statue. Ja, die Waffe Belia verbessern, eintauschen. Was? Die Waffe Belia gegen Cyber eintauschen, deaktiviert. Schwarzes Erz anbieten. Lebensenergie minus 30. Ja, war mir klar. So, wo ist das Ding? So, haben wir wieder nicht angelegt, oder? Genauso habe ich mir das gedacht. So, die hat jetzt Schaden 108. Ist tatsächlich momentan auch das Stärkste, was wir einstecken haben. Ja. So, da flitzen wir jetzt in den Schläfer zum Schläfertempel. Da die Orks dort. Was steckt denn hier für mich? Was ist denn das? Knochen eines Skeletts, Grusch Pach. So. So, machen wir den, die kommen ja hinterher. Jo, speichern. Oder doppelte Stärke. Das Ding dort mit Orizil, das wollen wir ja noch machen. Also wo Orizil normalerweise liegt. Das Ding meine ich, die Ecke da. Da sind ja auch bloß die Dämonen. Wir holen uns aber jetzt auch keine Zauber oder weiter. Scheiß auf die Zauber. Wir hauen hier drauf und fertig. Doppelte Power haben wir jetzt.
Ich meine, das ist wie mit, was ich schon mal gesagt habe hier. Warum sollen wir uns jetzt aufpowern? Das finde ich immer witzig, wenn es so Spiele gibt, die dann wo du die beste Power am Ende des Spiels kriegst, wo du vielleicht einen Gegner, vielleicht den Endgegner damit machen kannst. Ich hätte solche Power dann gerne im Spiel selber genutzt. Das ist bei Horizon Zero Dawn. Wir werden ja in Kürze Horizon Zero Dawn nochmal anfangen. Dort haben wir das ja auch. Kann dann mal aufhören, diesen Scheiß zu machen. Oh. Horizon Zero Dawn, dort ist es ja auch. Dort gibt es auch eine Rüstung. Eine super tolle Rüstung. Die wird direkt am Anfang vor die Nase gehalten. Du kriegst sie aber erst gegen Ende des Spiels. Da, wo man sie nicht mehr wirklich braucht. So. Robin West, der zweite Teil, hat es dann besser gemacht. An der Stelle, da kriegt man eine bessere Rüstung schon ein bisschen relativ eher, sag ich mal. Und hier im Piranha-Bite-Gefilden ist es tatsächlich Elex 2, die genau dieselben Bullshit auch gemacht haben. Schlimmer noch. Viel schlimmer. Also wer jetzt Elex 2 noch nicht gespielt hat, ich kann euch warnen. Eine Warnung kann ich euch mitgeben, auf den Weg geben. Elex 2. Piranha Bytes hat euch in diversen Trailern versprochen, das Jetpack, damit könnte man wunderbar schön über die ganze Karte schweben. So. Ein jeder denkt sich natürlich, ich auch, das Ding, dieses über die ganze Karte schweben, dass man das nicht von Anfang an hat, das leuchtet mir vollkommen ein. Aber, jetzt bin ich, da renne ich durch das Spiel und skill mir mein Jetpack, sag ich mal, auf. Ja. Erreiche ich damit dieses unendliche Jetpack? Natürlich nicht. Und das ist die größte Verarsche, die ich jemals gesehen habe, was so ein Trailer angeht. Da wird geworben mit dem unendlichen Jetpack und das kriegst du dann, wann kriegst du das? Wenn du das Spiel zu Ende gespielt hast. Wenn die Credits hochgelaufen sind. Weil ich bin damit aufgewachsen, wenn hier irgendwo Credits hochlaufen, dann ist der Film, die Serie, das Spiel zu Ende. So, mal von Marvel, wer Marvel-Filme sich ansieht, oder generell neuere Filme, ich weiß nicht, wer das noch macht, ist ja auch so eine Sache. Ey, Post-Credits, nee, da laufen die Credits hoch und ganz hinter den Credits versteckt sich noch eine Szene. Ja, das ist gerade im Kino. Ich meine, im Kino. Wenn der Film zu Ende ist im Kino, dann rennen die Leute raus und gehen nach Hause. Laufen die Credits hoch, da wartet keiner auf eine Endpost-Credit-Szene. Da geht der Vorhang schon, naja, der Vorhang geht noch nicht zu. Aber als ich das letzte Mal im Kino war, da gehen jetzt schon die Lichter überall an und so weiter. Die Credits laufen hoch und da wartet, wie gesagt, keine Sau drauf auf die so eine Post-Credit-Szene. Also, hä? Ich hab's gar nicht. Das ist absoluter Käse dort mit diesem. Das ist ja bei Elex, das ist ja Elex 2. Also so verarscht zu werden von dem Spiel. Von dem Teaser, von dem Trailer, also mal ganz ehrlich. Ja, ich meine Elex 2 in ihrem ersten Action geladenen Trailer da. Da sahen die Figuren ja schon ganz anders aus. Ich sag nur Kaya. Im Trailer war Kaya richtig lecker. Aber in dem fertigen Spiel dann? Damals ging. Es gab schon Schlimmere. Wir gehen wieder hinten lang. Wir machen jetzt erstmal das und dann machen wir oben das Ding. Oh, die holen wir uns jetzt auf jeden Fall. Die machen wir. Ah, der Brutus gar kein Limit, was der uns beibringen kann. Der hat uns jetzt bis 119 beigebracht. Wir hätten noch mal auf die 120 hochgehen können. Warte mal, nee, hätten wir nicht. Ja, wir kriegen ja, denke ich mal, gleich Lernpunkte. Die würde ich mir aufsparen für die Akrobatik. Die würde ich schon noch mitnehmen wollen. Dann gehen wir noch mal zu Buster. Ja. Oh, jawoll! Ja. Lauf! Lauf! Schlampe! Nee, die Schlampe, die richtige Schlampe hier im Spiel. Das ist nicht Thora oder so, das ist Whistler. Wer uns mit dem unser Projekt hier verfolgt, TTS
Rickshow-Dings hier, Google Translator. Da heißt der Whistler, der heißt dort Schlampe. Warum? Rummer. Ich weiß nicht, auf welcher Sprache Whistler Schlampe heißt. So, kommt mal her. Hallo! Das wird blöd, dass das auf einmal zwei sind. Macht sich schon ein bisschen besser, würde ich sagen. Effektiver auf jeden Fall. Ich meine, warum sollen wir sinnlos 170 Lernpunkte mit uns rumschleppen? Wozu? Sag mal, was soll denn die Scheiße? So. Raum Nummer 1 ist, war denn nicht ursprünglich 3? Ging das nicht in die Richtung hier, 3, 2, 1? Ich glaube, im letzten war nur einer laut, Grafik 1. Wir liegen in der Zeit. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Garo noch schaffen. Und was machen wir das in der nächsten Folge? Alter, nicht. Ja, mal sehen, vielleicht nehme ich auch in die nächsten Tage dann mehr Folgen an einem Tag auf. Also, dass ich jetzt... Beziehungsweise, ich mache bisher immer nur alle zwei Folgen hier. Also zwei Tage, zwei Folgen. Aber, wenn wir wollen ja mit Gothic 3 hier loslegen, dass ich ungefähr so weiß, was losgehen kann, damit ich da auch das Ganze auch entsprechend anteasern kann. Wenn er so hoch geht. Aua. Manchmal will er aber auch gar nicht zuschlagen. So, den hätten wir. Oh, einer noch. Ich meine, die gingen auch ohne, dass wir die hier festhalten können. Da bräuchten wir bloß einen krassen Weg nach hinten. Ich gehe auch davon aus, dass bei Gothic Remake oder sowas dann... Das ist ja dann Unreal Engine 5 und so. Dass so ein Quatsch hier, wie das, was wir gerade machen hier, dann auch nicht mal mehr möglich ist. Ist auch eigentlich ganz gut, so muss ich sagen. Manchmal kommt der hier aus der Laufanimation nicht raus. Ich meine, solche Festbaggerei hier in der Engine, das kann ja keine Prämisse hier für einen Kampfgewinn hier sein. Wir sind doch hier nicht bei Returning, Mann. Oder extra in der Welt Sachen platziert werden, wo man die Gegner festpacken kann, aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. So. Lebensregeneration. Nö. Ja, wie gesagt, draußen geben wir dann Tora, wie gesagt, ihren Stab da. Und die müsste eigentlich jetzt 140 haben. Hallo. 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 Sag mal. Willst du mich verarschen? Komm her jetzt hier. Wo ist Saubazi? Ja, bitte, geh doch. Geh zurück, Mensch.
Jo, den hätten wir. Lächerlich. Jo, liegt hier oben noch irgendwas rum für mich? Ich weiß es nicht. Jo, Schalter drücken bitte. Erstmal speichern. Schalter hier drückt. Boah, geil. Aber schön, dass der Klotz so da steht, falls man von der Brücke fällt. Wie sieht es, was für eine Stufe? 46. Ich denke mal, Irdorad wird wieder den Spaziergang sein. Aber das Einzige, wo ich mir jetzt, sage ich mal, Sorgen mache, wir machen mal die, oder? Ist, komm, das machen wir mal hier. Ich mag diesen schnell. Lauf hier nicht, aber an solchen Stellen, warum nicht? So, hier kommt doch garantiert für so ein stinkender Morderteppich. So, unsere Dings haben wir noch nicht. Unseren. Das Blöde jetzt ist bloß an der Stelle. Die Stacheln hier werden nach wie vor da sein. Wo ist unser Eisblock? Ich kein Eisblock mehr, ist der alle? Der war alle. Ach du heilige Scheiße. Ich denke mal hier. Genau. Und normalerweise, ich glaube, der ursprüngliche Trick soll ja gewesen sein, den Typen da in diese Stacheln da zu locken. Ich glaube, das werden wir auch machen, oder? Er müsste ja jetzt erst auftauchen. Habt ihr die übliche Kamerafahrt? Wo ist er? Der müsste gleich kommen hier, oder? Hm. Oder war das der dort bei den Stacheln stand? Irgendwo stand einer, wo er ursprünglich nicht stand. So, diese Waffe, die wir jetzt eingesammelt haben, was ist das? Wir haben eine Lichtrune, eine Barbarenstreitaxt. Puff. Wir haben aber keinen Zweihänder-Kollegen hier dabei. Dann müssten wir nochmal in die andere Ecke. So, die das Ding haben wir. Was haben wir noch nicht? Ja, da oben der Schläfer, wo es runterging, dann zum Schläfer eigentlich, zum eigentlichen Schläfertempel da. Da oben das Ding. Wie viele waren dort? Zwei? Drei? Kommst du hier hoch? Am Arsch. Ich glaube, hier hoch zu kommen, das war immer schon so schwer. Ich glaube, hier ist besser. Jo. Oh ja, die kleinste Kante hält mich ja auf, Mann. Aber ganz ehrlich gesagt, das wäre echt klasse, das wäre echt krass, wenn die das beim Remake tatsächlich extra einbauen würden. Hier ist es mehr oder weniger der Engine geschuldet, aber ich glaube nicht, dass Piranha Bytes das so gewollt hat. Aber bei Remake dann, wenn das bei Remake dann auch so sein sollte. Also, dann können wir uns sicher sein, dann ist es auf jeden Fall Absicht. Lauf! Lauf, Schlampe, lauf! So. Bitte ohne Laufschlag. Ja, wir haben gerade 5 Dämonen geholt, ohne Probleme. Und du machst mir hier. Guck mal hier, Geschicklichkeitstrank. Reine Lebensenergie. Ach nee, reine Lebensenergie ist scheiße. Das gibt's doch nicht, oder? Wäre doch wohl gelacht, wenn wir den nicht hier hätten holen können. So, der eine dann auch. Hier ist noch der eine. Kommt der hier durch diese Tür durch? Ist ja auch noch einer. Hallo?
Jo, nur noch der eine da. Komm her. Die Leiter ist aber mit Gothic 1 Original, glaube ich, nicht da. Hat man sich immer gefragt, wie man da hochkommt. Hallo! Put, 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 put! Nuff, 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 nuff! Ja, bleib doch mal stehen, du Lump! Ja, jetzt hängt er da fest, oder was? Jo. Hört man. Jetzt trifft man den Affen wieder nicht! Oh. Ist denn das... Er kommt ständig hier aus der Zielung raus. Ich nehme mal eine andere Tür hier. Ja. Ja, wenn ich die nicht anvisieren kann, was soll ich machen? Komm her. Aber mal, wirst du endlich mal hierher kommen, du Veräffel? Der Letzte, der macht dir die größten Probleme hier. Na! Alter, der... Diese scheiß geflügelten Mistviecher! Meise haben, du blödes Mistvieh. Lass mich doch nicht verarschen hier von dir, ey. Hast du dir wohl gedacht, du Blödmann? Ja. Er wird einfach drauf gehauen. Das hätten wir bei den anderen auch so machen können. Tja. War hier oben noch was? Gab's hier noch was? Schalt mal Translokationslokator ein. Ja. Gut. Ich glaube, dann hätten wir alles hier in dem Schläfertempel geholt. Ich hab doch gesagt, wir holen uns alles. Wir lassen nichts zurück, keine Sorge. Da wird ja rasiert. Und wenn wir mal hier ein paar Minuten später nochmal wiederkommen. Ja, aber wir kommen wieder. Was ist das jetzt? Wir kommen ja wieder. Da lassen wir uns überhaupt nicht lumpen hier. Ja, was ist das hier alles? Mana-Extrakt. Ja, für so ein paar Tränke hätten wir jetzt nicht unbedingt hier hochflitzen müssen, aber scheiß drauf. Wir haben's, komm. So, wo ist die Leiter? Jo, überleben wir das, wenn wir einfach hier knallhart hier runterhüpfen? Geht schon auch. Genau so habe ich mir das gedacht. Das ist tatsächlich tiefer, als es aussieht. So, ja. Yeah. Jetzt noch wüsste, wo die Leiter ist. Hier. Jo, raus hier. Aber wir gehen jetzt noch raus. Und beim nächsten Mal verlassen wir endlich hier das Minental. So, ich muss noch überlegen, wo wäre jetzt im Minental noch eine Ecke, die wir noch nicht gemacht haben. Was gibt denn hier noch? Hätte mir jetzt auch nicht wehgetan, wenn wir das liegen lassen hätten. Wo hatten wir noch eine Ecke? Hier um den Schläfertempel selber haben wir auf jeden Fall das geschafft. Was steht denn da oben noch? Das stimmt, die haben wir ja auch noch nicht geholt. Oh Scheiße, na warte, kommt der. Na ja, von mir aus. Natürlich blöd, wenn er so scheiße über mir steht. Stimmt, den Weg sind wir ja nicht gegangen. Wir sind ja vorne über die Dinger gehüpft. Aber, ja. Dass der immer dieser Trampel-Animation festhängt und nicht zuschlägt dann, Mann. Drecks Engine. Dragon Rage, ist ja fast wie Dragon Rage. Ich habe einen Begriff für Dragon Age gefunden. Dragon Rage. Ah. Yeah. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass wir wirklich noch so lange brauchen für den Schläfertempel hier. Scheiß
Scheiß jetzt auf die Dinger hier. Komm, wir brauchen den Scheiß nicht. Wir brauchen tatsächlich schon 20 Langpunkte für 5 Stärke. Hat er schon wieder irgendwo eine Fackel eingesammelt, der Blödmann? Weil das Projekt nicht offenkundig verfolgt hat hier. Ich krieg das irgendwie nicht runtergenommen von dem Komma hier, das mit dem Schnellrennen. Und dann mit der Fackel, deswegen schmeiße ich die halt einfach weg. Eine Lokationslokate machen wir aus. So. Weißt du was, wir machen hier Feierabend. Deswegen sind wir jetzt hier hingerannt, damit wir nicht draußen Feierabend machen, sondern hier drin. So. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.